Urlaubskiwi war in Rom unterwegs und in Rom hat Urlaubskiwi einige komische Zeichen entdeckt, nämlich sowas wie das hier. Was das hier eigentlich zu bedeuten hat, das werden wir uns in diesem Video genauer anschauen und dazu lernen wir die römischen Zahlen kennen. Schauen wir uns erstmal ein paar Grundregeln an. Eine 1 wird im Römischen mit einer i dargestellt. Eine 10 mit einem x. 100 wird mit c dargestellt. Das kannst du dir merken von Prozent, nämlich dieses c steht für cento. Procento heißt dann pro 100. Und vielleicht hast du auch schon mal den Promillegehalt gehört. Das kommt dann von mille, nämlich der 1000. Diese Zahlen hier nennt man dann Grundzahlen in den römischen Zahlen und es gibt auch noch Zwischenzahlen, nämlich V für 5, L für 50 und D für 500, eben Zwischenzahlen. Diese Zwischenzahlen dürfen in einer römischen Zahl allerdings nur einmal vorkommen. Schauen wir uns jetzt in einem kleinen Beispiel die Zählweise an. 1, 2, 3. Wenn jetzt aber noch ein Strich hinzugefügt wird, und das ist übrigens tatsächlich manchmal der Fall, dann wird man aber im Römischen in den meisten Fällen nicht noch einen Strich hinzufügen, sondern man wird es austauschen, und zwar gegen so einen Teil. Das hier heißt, von der 5 wird eine 1 abgezogen, also 4. Das wäre dann die 5. Und genauso heißt eine Zahl, eine kleinere Zahl neben einer größeren Zahl rechtsstehend dazuzählen. Heißt also 5 plus 1, das ist dann 6. Schauen wir uns jetzt nochmal das Beispiel von Urlaubskiwi an. Urlaubskiwi hat folgende Zahl gesehen und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. M war ja die Zahl für 1000, C die für 100. Hier steht also da ein M, also 1000. Dann ein C und dann nochmal ein M. Hier ist jetzt gemeint, dass von der 1000, der zweiten 1000, nämlich 100 abgezogen wird. Man macht allerdings nicht Folgendes, man könnte ja auch folgendermaßen denken, es ist 1000 und noch 100, also 1100 plus 1000. Das macht man allerdings nicht. Also man muss wirklich lesen, 1000. Und dann von 1000 nochmal, aber 100 abziehen. Also 1900. Und dann kommt eben noch die 6 dazu. 1906. Also das Gebäude wurde gebaut im Jahr 1906. Und das solltest du jetzt wissen. Solche Zahlen, die man damals verwendet hat, hießen römische Zahlen. Diese römischen Zahlen sind ein additives System. Also wir zählen immer die Ziffern zusammen. Und dabei gilt, i, x, c und m stehen für die Zahlen 1, 10, 100 und 1000. Man nannte sie Grundzahlen. Es gibt auch noch andere Zahlen, nämlich die Zwischenzahlen, und das waren 5, 50 und 500, also v, l und d. Es gilt, diese Zwischenzahlen kommen nur einmal vor. Grundzahlen werden höchstens dreimal angehäuft. Wir können uns dabei merken, also xx, xx schreibt man in den meisten Fällen nicht. Das wäre nämlich die 40 gewesen, sondern man schreibt ein XL und damit meint man, von der L wird ein X abgezogen, also von der 50 eine 10 abgezogen. Und das ist diese Regel hier. Wenn eine kleinere Ziffer links von einer größeren steht, dann wird sie abgezogen. Steht die kleinere Ziffer übrigens rechts von der größeren, dann wird sie dazugezählt.